Du hast sicher schon mal gehört, dass Ziele setzen sehr wichtig ist. Und da möchte ich dir den sogenannten Bannister-Effekt erklären. Roger Bannister war Oxford-Student und hat in den Anfang der 50er Jahre, ich glaube 1954, war der erste Mensch, in der bekannten Menschheitsgeschichte jedenfalls, der eine Meile, also 1,6 Kilometer, in unter 4 Minuten gelaufen ist. Und das Bemerkenswerte war, dass man dachte, das wäre Menschen unmöglich, dass es nicht geht, physisch. Aber was wirklich verblüffend war, war, dass ein paar Wochen später hat es jemand anders geschafft, irgendwo, ich glaube in Finnland, dann wieder noch jemand in England und so weiter. In dem Jahr haben es etliche Leute geschafft, etwas, was vorher unmöglich, als unmöglich galt. Und die interessanteste Erklärung dafür, die ich finde, ist, dass man gesagt hat, aha, es hat deswegen geklappt, weil es eine psychologische Marke war, die durchbrochen wurde. Und es passiert sehr oft, dass wenn ein Ziel sich verschiebt, wenn die Leute also sagen, ich muss besser als Bannister werden, das heißt, wenn die Ziele höher werden, Leute besser werden. Und das ist bekannt als Bannister-Effekt durch eben Sir Roger Bannister, der vor ein paar Jahren gestorben ist und der eben gezeigt hat, dass wenn ich höher ansetze, ja, und das ist in so vielen Lebensbereichen so, dann schneide ich besser ab. Wenn ich also ein bescheidenes Ziel habe, ja, nur weil, und das ist ganz ehrlich, warum haben wir bescheidene Ziele? Eigentlich doch, weil wir Angst haben zu scheitern. Ja? Wir haben Angst davor zu scheitern, deswegen sagen wir, ach nee, ich will nur so abschneiden. Nein, geh in eine Verhandlung oder alles, was du machst, setz dir tatsächlich hohe Ziele, einfach deswegen, nicht weil ich sage, sei ein Visionär, sei ein Träumer, so weit will ich gar nicht gehen, kannst du ruhig sein, aber du wirst einfach besser abschneiden. Ja, das ist überall, es gibt 1000 Beispiele, auch bei Verhandlungen, wenn man Leuten sagt, das ist das Ziel und es ist höher gesetzt, schneiden sie besser ab. Also, aus rein rationalen Gründen empfehle ich dir, setz dir hohe Ziele und du wirst besser abschneiden. Viel Erfolg, gute Deals. Wenn dich das interessiert, komm in mein Seminar, schau es dir online an, meine Online-Academy und abonniere diesen Kanal.